Ja, die Gäste werden in exakt 5 Minuten reingelassen. Wohin werden sie reingelassen? Das ist schön. Tanzender Genießer. Richtig, zum Tanzen und Genießen. Willkommen am Sava Ball 2024. Wo mir die ehrenhafte Aufgabe zugeteilt wurde, den digitalen Host zu geben. Das heißt, den digitalen Gastgeber mit Interviews. Zunächst wurden aber die Ehrengäste begrüßt. By the way, das hier ist die First Lady von Serbien. Die Hofburg war sehr gut besucht. Über 2000 Leute. Für diesen coolen Shot habe ich mich ganz nach oben begeben. Hallo. Und mal dem Filmteam auf die Finger geschaut. Richtig interessant. Neben dem Hauptsaal waren auch mehrere Säle mit diversen Rahmenprogrammen, wo wir natürlich auch unsere Interviews geführt haben. Hier auch serbische Prominenz, Nikola Rokvic. Das Schokoladenmuseum durfte auch nicht fehlen. Nur habe ich mich ein bisschen auf den Smoking bekleckert. Ging aber ganz schnell wieder weg. Ein großer serbischer Künstler wie Željko Joksimović hatte seinen Auftritt. Oduševljen sam i ovdje što radi Srpski kulturni centar. Ponosan sam na sve ljude koji su poreklom iz Srbije, koji žive ovdje u Austriji. I zaista sam srećan da mogu sebe nazvati njihovim prijateljem. Ich bin schon bumm, jetzt das zweite Mal in der Hofburg und ich glaube, das ist ein würdiger und toller Rahmen für diesen wirklich lustigen und schönen Ball. Info, das sind serbische Haribos. Upravo to, ovdje dođe jedan put, sigurno će se vratiti i Beču i ovom balu i susretu sa svim svojim sunarodnicima, ali imali smo priliku da upoznamo i Austrijance koji vrlo rado ovdje dolaze, da dakle, taj neka simbioza i miks kulture i srpske i austrijske i to je ono što daje upravo čar. Eine Art Clubbing gab es natürlich auch in den Räumen, wo der berühmte serbische DJ MKDSL aufgelegt hat. Ich höre gerade den Walzer. Wenn Sie wollen, können Sie 3 Drehungen machen, mehr kann ich nicht. Sehr gerne. Kein Moment. Ich muss weiter, danke von Herzen. Hast du es drauf? Natürlich sehr. Was sind die ersten Eindrücke so aus der wunderschönen Wiener Hofburg? Das eine Wort, das mir sofort in den Kopf schießt, ist grandios. Das sind die Menschen, die alle sind wunderschön, so geschmackvoll. Das ist natürlich das ganze Ambiente. Sie gehören natürlich auch dazu. Danke sehr. Und es ist auch die Musik, die wir schon gehört haben und die Trachten, die wir gesehen haben. Also ich bin jetzt schon sehr beeindruckt. Wir sind sehr Rapid dolazi iz Japana, on je ovdje sleteo, putuje po Evropi, upoznaje baku koja je priroda, upoznaje Giovanu koja je kosmički asistent i oni zajedno uspostavljaju balans u 21. veku između duha, prirode i tehnologije. Kakav ti odgovoran čovjek? Nach dem ganzen zeremoniellen und hochkulturellen durfte natürlich nicht eine ausgelassene Feier fehlen. Zwischendurch habe ich dann Ilda Šaulić, auch ein sehr berühmter Interpret aus Serbien, interviewen dürfen. Und der Ehrengast des Abends war natürlich Bundeskanzler Karl Nehammer. So, nachdem aber er eingetroffen war und ich meine Aufgabe erledigt hatte mit ihm, habe ich auch noch alleine das Tanzbein geschwungen. Und danach war ich wirklich erledigt. Siehe meine Worte. My dear friends. I'm done. My feet hurts. My battery is empty. Trotzdem war es mir eine Ehre und wir sehen uns nächstes Jahr.